Im Sommer erhielt ich vom Penguin Verlag eine Ankündigung für das Buch Schwitters von Ulrike Driesner. Ein tiefgründiger, dabei humorvoller Roman über die Kraft der Kunst in dunklen Zeiten, hieß es, die Neugierde war geweckt. Der Künstler und Schriftsteller Kurt Schwitters ist 49, als ihn die Nationalsozialisten zur Flucht aus Hannover zwingen. Reichsbürger Kurt Schwitters, geächtet, arbeitslos, wie er 1936 feststellt, da er ist. Flucht, Erfolg, Werk der Märzbau in der Waldhausenstraße, die Eltern und seine Frau Helma bleiben zurück. Die Kunst weicht der Kunst des Überlebens, mit dabei der 17-jährige Sohn Ernst. Ein zweites Leben in fremder Sprache. Erst in Norwegen, dann im April 1940 wieder Flucht. Backboards lag eine Art Schild auf dem Wasser. Es war ein Schatten, hob man die Augen, wuchs eine stählerne, 20 Meter hohe Wand in die Höhe. Man fuhr näher an sie heran, schaukelte vor ihr. 24 menschliche und 2 tierische Flüchtlinge auf einer hölzernen Fischerjolle. Sie schrammten an, drehten bei. Er brachte die Namen ihrer Stationen durcheinander, so lange waren sie bereits unterwegs. Gewaltige Schneekuppen, idyllische Fjorde mit bunten Häuschen, Kinderspielzeug unter nördlichen Klamm- und Spaltfelsen. Schroffe Berge, diesmal grünende Hänge, Tromsø sollte das heißen, genannt unsere letzte Chance. Die Stahlwand, abweisend glatt, gehörte zu Fridtjof Nansen. Die Nansen, Eisbrecher, war ihre letzte Möglichkeit, den deutschen Truppen zu entkommen. Das hatten sie auf dieser Flucht ein paar Mal gehört. Er glaubte es sofort. Es hatte jedes Mal gestimmt. 2 Tage nachdem Esther, Ernst und er sich am späten Nachmittag des 9. April in Oslo in den Zug gequetscht hatten, gequetscht? Kein Ausdruck. Hatte Kurt Kinnhaken verteilt? Das auch. Taumelten sie erschöpft, kein Auge zugemacht, das Gepäck, stinkend und zerdrückt in Molde auf dem Bahnsteig. Der Waggon war so voller Menschen gewesen, dass die Menschen Wände wurden. Nach einer Weile war man mehr zwischen den anderen vorhanden als bei sich selbst. Prompt verbot der Stationsmeister, den Deutschen nach Hjajota zu übersetzen. Sie kannten sich seit 10 Sommern. Jahr um Jahr hatte Familie Schwitters Ferien auf der kargen Insel in Sund gemacht. Der Stationsmeister begrüßte sie auch diesmal namentlich, hängte Deutsch an. Kurt Schwitters, Tüks, Ernst Schwitters, Tüks. Fast fühlten sie sich willkommen. Tatsächlich stellte er sie. Der Stationsmeister verkaufte sie an seine Angst. Inzwischen war Kurt fast froh um diese Demütigung, diese letzte Beleidigung seiner Liebe zu Molde und seinem Eiland. Ja, er hatte mit Esther und Ernst nach Hjorto gewollt. Inzwischen hatten die Nazis Norwegen zur Gänze erobert. Auf der Insel wären die Kinder und er in der Falle gewesen. Was hatte er sich dabei gedacht? Weiter über London und endlich Lake District. Hier beginnt Schwitters zweites Leben. Ulrike Driesner lässt teilhaben an der Suche des Künstlers nach einer Heimat, die er verloren hatte. Die dichte, emotionale und bildhafte Sprache der Autorin lässt die Geschichte sehr nah an den Leser. Der Krieg hatte ausgekriegt. Sein Land lag in Schutt und Asche. Die halbe Welt lag in Schutt und Asche auf Rechnung seines Landes. So schritt, so lief, so eilte die Geschichte. Sie eilte ihm hinterher. Tief gruben die Bäche ihre Muster in die Wiesen, das Wasser rannte zum Meer. Nichts zerstört hier den Lakes, gleichwohl nichts vom Krieg unberührt. Man sah es auf den zweiten Blick. In vielen Häusern fehlte der Mann. Dr. Johnson war aus dem Ruhestand in seine alte Praxis zurückgekehrt. Auf dem Weg zum nächsten Dorf, Richtung Westen, erstreckte sich ein bemerkenswertes Stück Land, über dessen Boden Streifen von Pulverstaub zogen. Die Munitionsfabrik, die dort gestanden hatte, war abgerissen. Nie wieder wollte er einen Fuß nach Deutschland setzen. Er hatte überlebt, aber die Menschen, die ihn umgaben, sprachen eine fremde Sprache und kannten nichts aus seiner Vergangenheit. Selbst dem Vertrautesten blieb, was er gewesen war, unsichtbar, ja unvorstellbar. Das stand ihm nun nach über 6 Jahren im Vereinigten Königreich und 5 Jahren Zusammenlebens mit Wonti überdeutlich vor Augen. Die Wurzeln waren gekappt, das Vermögen verloren. Er war ein mittelloser Schlucker bei miserabler Gesundheit. Für Mr. Schwitters war das Deutsch nicht tot. Es hatte sich in eine tiefe Höhle zurückgezogen. Dort rief es nach ihm, beschreibt Ulrike Driesner das Zurücklassen des einstigen Lebens. Kurt damals, Kurt jetzt, ist zu lesen. Ein Bruch in der Identität, den die Autorin immer wieder aufzeigt.
Jahre der Flucht. Sohn Ernst zieht es wieder zurück nach Norwegen. Die parallele Geschichte um die Annäherung an den Vater. Kurt ist eingewoben in das Leben des Künstlers. Jeder kommt auf seine Weise an. Sobald wie möglich würde er nach Oslo zurückkehren, bereits am ersten Morgen seines Proper Life aus dem Bett springen und unabhängig von Kurt Kontakte zur norwegischen Exilregierung aufnehmen. Es war schwierig, ein Brudelphänomen wie Kurt Schwitters zu lieben. Dessen brauchte er sich nicht zu schämen. Er sah nicht so attraktiv aus wie der Alte. Er war ein merkliches Stück kleiner als sein Vater. Das hatte Vorteile. Nikotin wirkte blitzartig. Man kam mit weniger Kalorien über die Runden. Als Flüchtling schlug man sich leichter durch. Eigentum würde ihm bei dieser Liebe helfen. Erbe würde helfen. Distanz würde helfen. Die Zukunft würde trösten. Geduld, Geduld. Gefühle konnten neu gehätschelt werden. Geld war ein wunderbarer Gefühlshätschler. Oma Fiederalla wusste das. Zu ihm war sie nett gewesen, schokoladig. Sie hatte ihm die Farbe braun lieb gemacht. Er war wütend geworden, als er es verstand, fand furchtbar, was sie propagierte. Seine Oma war sie dennoch. Dem Kind Ernst hat sie Geschichten von schlauen Füchsen und tapferen Jungen erzählt. Geschichten ohne Kunst. Für sie war er Siegfried gewesen, gebadet in Drachenblut. Sie hatte ihm ein Kostüm genäht, aus einem Stoff voller Schuppen mit einer Feuerzunge an der Brust. Das war nicht Dada gewesen, sondern großartig. Bei ihr hatte er sich von seinen kunstsüchtigen Eltern erholt. Frei sollten die Menschen sein. Er bewunderte die Welt, in die sein Vater reiste, von der er erzählte. Einmal hatte Kurt ihm aus Italien eine Schlange mitgebracht, eine Strumpfbandnatter, leuchtend blau mit hellen Streifen auf den Seiten. Er hatte zugesehen, wie sie die Fische und Schnecken verspeiste, die seine Mutter ihr vorsetzte. Kurt ertrug den Anblick nicht. Da war er, Ernst, stärker als sein Vater. Das Aufsperren des Schlangenmauls, das Wandern einer Maus durch den sich dehnenden Schuppenkörper. Verdauen dauerte länger als gedacht. Er verdaute. Eine ganze Künstlerhauskindheit verdaute er. 480 Seiten zwischen zwei Buchdeckeln, lebensbejahend und aufwühlend. Kunst als Überlebenselixier, das Stückchen Hoffnung, das tagtäglich Kraft gibt, weiterzumachen. So wie Ulrike Dresner von sich sagt: Ich schreibe, um hörbar zu machen, in Sprache zu übersetzen, was gemeinhin nicht gesprochen wird, nicht sprechbar scheint.